Also, die heutige Frage? Okay. Die heutige Frage: Wie befreie ich mich von zu hohen Erwartungen an Männer? Ja, richtig gute Frage. Also das impliziert da schon eine gewisse Grundannahme. Hohe Ansprüche wären schlecht. Also jetzt ist natürlich so, ich sehe mich ja als High-Performance-Coach und ich will, dass ihr alle ganz tolle Partner bekommt. Das war manchmal ein steiniger Weg, wissen wir ja alle. Von daher jetzt genau auszuwählen oder zu sagen, ich gebe mich mit Mittelmaß, jetzt nicht im Sinne, dass irgendein Mensch mittelmäßig ist, aber jemand, der für mich einfach nicht richtig passt, gebe ich mich nicht zufrieden. Das finde ich eigentlich gut. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass die Ansprüche steigen, natürlich, wenn man negative Beziehungserfahrungen hatte, toxische Beziehungen, und die sollen auch steigen, dass man einfach sagt, nee, also wir sind, weiß ich nicht, Schöpferwesen oder ich weiß nicht was, oder auf jeden Fall, was auch immer, wir bestellen beim Universum, bitteschön, was anderes irgendwie so. Also natürlich geht das alles nicht so einfach, es ist ein Prozess, aber ich finde so dieses Mindset, so, ich möchte wirklich eine für mich passende Beziehung haben, auch wenn ich unter Umständen da jahrelang nach suche, finde ich eigentlich gut. Aber diese Ansprüche, die sollten vom Herzen kommen und nicht vom Ego. Also vom Herzen heißt, also jemand, der meiner Seele gut tut, weil das ist der einzige Maßstab. Es gibt keinen anderen. So, aber wenn ich jetzt den Maßstab habe, mit dem Ego, dann wird es kritisch. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hohe Ego-Ansprüche zum Beispiel, jemand muss viel Geld haben, amerikanische Sportwagen fahren, ich weiß nicht was, so, ne? Das ist natürlich schlecht, ne? Oder muss so und so aussehen, oder muss so und so alt sein, oder so und so jung, oder so und so dünn, so und, also was auch immer. Also wenn das so, jetzt kann man natürlich das Ego nicht ganz ausschalten, aber wenn wir sozusagen, das Ego ist auch nicht falsch, aber wenn man das Ego auf dem Fahrersitz haben und das sozusagen der Hauptantriebspunkt ist für die Partnerwahl, dann ist man in gefährlichen Gewässern, weil das Ego hat halt andere Prioritäten, die nicht unbedingt das Herz hat. Also insofern würde ich sagen, ja, hohe Herzprioritäten finde ich super, hohe Ego-Prioritäten, ja, finde ich nicht gut, aber schleift das Leben auch ab, man will es ja immer nicht wahrhaben, dass es das Ego ist. Aber ich glaube, dass auch noch eine andere Sache drin ist. Da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen. Das ist mit dem Thema mit der Bindungsangst. Wir können tatsächlich, wenn wir Bindungsangst haben, vor allen Dingen, wenn sie nicht so richtig bewusst ist, können wir uns Partner fernhalten mit hohen Ansprüchen, so, die wir eigentlich gar nicht haben, sondern es geht einfach darum, jemand durch Scheinansprüche und da kommen wir in dieses toxische Kritisieren, zu sagen, nichts ist gut genug und du musst noch über den, durch den Reifen springen und eigentlich ist es gar kein Anspruch, sondern es ist einfach ein Mittel, meine Angst vor Intimität in Schach zu halten. So. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut und das sollte man wirklich, kann ich leider keinem abnehmen, deswegen gibt es nicht so eine einfache Antwort auf die Frage, das auszuwählen. Was sind das jetzt für Ansprüche? Sind das so Maueransprüche, mit denen ich jemand abwehre? Sind das Egoansprüche oder sind das wirklich Ansprüche deiner Seele, deines Herzens, dass einfach ein Partner möchte, der einfach passt, richtig, hundertprozentig passt, was ja auch eine Entwicklung ist? Dann sind sie gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wir werden uns bald wiedersehen.